Na, wundervoll. Da kommt Hanna. Willkommen zu unserem Fest. In Alola gibt es hier vier Inseln, die wir jeweils von einem Schutzpatron behütet werden. Diese Schutzpatrone stehen uns immer zu Rechter. Und das heutige Fest soll dazu dienen, ihnen unseren Dank dafür auszusprechen. Um ehrlich zu sein, findet unser Fest eher in einer kleinen Runde statt. Aber alle aus dem Dorf kommen zusammen, um ausgelassen zu feiern. Da sind wir wieder in Lee. Wir kommen hier wohl vorerst nicht raus. Wir müssen hier erstmal ein Fest feiern. Was heißt müssen? Wir dürfen ein Fest feiern. Und dann geht's weiter mit der Story. Boah, dann gehen wir mal weiter aufs Fest. Weiter ins Fest hinein. Ja, sofern man in ein Fest hineingehen kann. Hey, Zwergenvieh, mein Ruppball und ich sind bereit. Ruppa! Was, weißt du etwa noch nicht Bescheid? Doch, ich weiß sehr gut Bescheid. Aber die Zuschauer wissen es unter Umständen noch nicht. Na doch, die könnten es unter Umständen auch wissen. Doch, Sigiria! Was geht hier eigentlich vor sich? Piegen! Nichts Geringeres als ein ausgelassener Schlagabtausch zwischen Pokémon, die ihre besten Attacken zur Schau stellen. Denn der Höhepunkt unseres Festes zu Ehren von Kaporiki wird ein Pokémon-Kampf sein. Also werdet ihr eure Pokémon gegeneinander kämpfen lassen? Ich mag es eigentlich nicht mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Ich werde mir euren Kampf ansehen. Du darfst nie vergessen, dass dein Pokémon stets alles für dich gibt, Zwergenfee. Lass mich dein Team wieder aufpäppeln. Da wurde mein Team wieder aufgepäppelt. Bist du bereit für den Kampf? Ich bin bereit. Auf geht's. Möge der Kampf beginnen. Und da brennt schon das Feuer des Kampfes. Lieb Bewohner dieser Insel. Liebe Kinder auf Inselwanderschaft, möget ihr auf all euren Wegen gebrochen sein. Wir dürfen nun einen Kampf zu Ehren unseres Schutzpatrons Kaporiki beiwohnen. Ich habe die Ehre, die beiden Kontrahenten vorzustellen. Dies ist Tali, mein Enkel. Lasst uns Spaß haben, Ruppball! Und hier haben wir das Mädchen, dem sich Kaporiki offenbart hat, Zwergenfee. Oh, das ist ja Wahnsinn. Typisch Kaporiki, seine Neugierde ist einfach unstillbar. Bautz, pass mir gut auf, meine kleine Zwergenfee, auf, hörst du? Lass uns einfach ein paar Spaß haben. Dann wird es bestimmt auch ein guter Kampf draus. Zwergenfee und Tali, teilt, was in euren Pokémon steckt. Ein festlicher Kampf. Ja, den kämpfen wir heute mal festlich. Er hat schon zwei Pokémon. Ich habe es leider vermasselt. Ich habe nur ein Pokémon. Wir werden uns bestimmt auch gleich mal ein zweites fangen. Ein Pichu. Wo hat der denn auf der Schnelle ein Pichu herbekommen? Hat er sich wohl aus seiner Pokémon-Sonderedition hergetauscht. Ja, klar. Blattwerk. Ich muss hier mit Hoodie versuchen zu bestehen. Muss echt Hoodie aussprechen. Sind ja zwei U's. Zwei U's, zwei O's. Blattwerk. Ich bin paralysiert, aber komm, lass es gelingen. Wäre doch gelacht, wenn wir das Pichu nicht besiegen könnten. Okay, ich bin paralysiert. Das ist scheinbar so. Kann ich nichts ändern.
Und das sind nämlich am Einsetzen einer Attacke. So. Ja, das war wohl ein Volltreffer das letzte Mal. Tackle! Hoffentlich kriege ich bald eine neue Attacke hier. Ich habe nur Tackle und dieses Platzdingens. Und Heule habe ich, glaube ich, auch. Das, ja, das braucht man, glaube ich, gar nicht zu diskutieren. Das setzt sich sehr ungern ein. Ja, Heule haben wir als dritte Option. Ja, gut. Donnerschock. Paralysiert. Na, Paralyse ist nicht so lustig für Hoodie. Das ist nicht ganz so spaßig, wie ich denke. Na, wie man es denkt. Ich denke das nicht. So, Pichu wurde besiegt. Da war es nur noch einer. Und so, nice Level. Juhudi, Level 8. Schnabel, nice. Da kommt die erwünschte Attacke. Robball. Da kommt der Robball. Level 7. Ich bin Level 8. Ja gut. Blattwerk ist sehr effektiv, dann werde ich doch Blattwerk einsetzen. Bah. Ich bin nach wie vor paralysiert. Das hält mich ab von Blattwerk. Ja, Mist. Los, komm, Blattwerk. Das dürfte dem noch extrem viel schaden. Was zum Henker. Ich dachte, das ist sehr effektiv. Aquaknarre. Hallo? Du wirst es doch wohl mit einem... mit einem Wasser-Pokémon aufnehmen. Mit einem drittklassigen Wasser-Pokémon hier. Naja, drittklassig ist er nicht. Ja, stimmt. Ich gebe es zu, aber... komm, das ist eine Pflanzenattacke und das ist ein Wasser-Pokémon. Hallo! Was soll denn der Mist hier? Einmal Trank einsetzen. Auf Fuli. Kann hier nicht wahr sein, oder was? Dass du gleich aufgibst. Und die Paralyse muss dann auch wohl irgendwann mal vorbei sein, oder? Und Wasserattacke. Die scheint ordentlich zu schaden. Wie wirst du jetzt zum Schwächling, Hoodie? Stellst du dich jetzt als Schwächling heraus? Na, was soll das jetzt hier? Du bist doch hier männlich, bist ein ganzer Mann hier. Komm schon, hau rinne! Sei ein Mann. Genau so. Das wollte ich von dir sehen, Hoodie. Du bist ein ganz braver. Hoodie erhält ein paar Erfahrungspunkte. Und nächstes Level, Level 9. Gut, haben wir ihn mal wieder bestanden, den Kampf gegen Tadi. Was? Schon vorbei? Zwergenvieh gewinnt 140 Pokédollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen Tadi hervor. Ja, das kann ich auch noch weiter singen. Der Kampf war dieses Jahr mal wieder richtig mitreißend. Kaburiki ist bestimmt auch sehr zufrieden. Puh, du bist echt eine Wucht, Zwergenvieh. Das war ein toller Kampf. Ich habe richtig Spaß gehabt. Das war ein guter Kampf. Auch Kaburiki ist sicher... Oh, Kaburiki beehrt uns mit einem Gesang. Damit hätten wir seine Zustimmung. Nun, dann ist es wohl an der Zeit, dass ich dir das hier erreiche, Zwangfee. Na, was habe ich denn da? Du hast den Z-Kraftring an deinem Arm. Du hast den Z-Kraftring an deinem Arm angebracht. Du erhältst den Z-Kraftring. Doch, nice. Zwangfee erhält Z-Kraftring. Das ist ein Z-Kraftring. Dieses geheimnisvolle Armband ermöglicht es, Pokémon all ihre Kraft zusammenzunehmen und ihr volles Potenzial, den Zenit ihres Könnens, zu erreichen. Die Kraft ist, die sie dabei entfesseln, nennt man auch die Zeitkraft. Die Inselkönige besitzen das nötige Wissen, um Glitzersteine wie den du von Kaburiki erhalten hast, zum Zeitkraftringen zu verarbeiten. Um die Z-Kraft freizusetzen zu können, müsst du allerdings auf Inselwanderschaft gehen und die Z-Kristalle sammeln. Ich bin immer noch verblüfft, dass Kaburiki persönlich dir einen Glitzerstein überreicht hat. Du stehst offenbar in seiner Gunst. Oder verfolgte Kaburiki damit vielleicht einen größeren Plan? Vielleicht finden wir ja einmal heraus, wenn sie auf Inselwanderschaft geht und Alola bereist. Alola bereisen. Was eine Inselwanderschaft ist, weiß ich ja bereits. Fliegende Inseln.
Im Verlauf der Insellandschaft wirst du alle vier Inseln der Alola-Region abklappern. Dieses Ziel der Inselmannschaft ist es, zum stärksten aller Trainer zu werden, mit anderen Worten zum Inselmannschaftsstab. Ein großes Abenteuer wartet auf dich. Ein großes Abenteuer und vier Inseln. Klingt super, oder? Ich freue mich total darauf, mit dir vier Inseln zu bereisen. Alles Weitere erfährst du von Hanna. Immerhin ist er hier der Inselkönig. Wie der Professor Kokuin schon erklärt hat, geht es bei der Inselmannschaft darum, die Insel der Alola-Region zu preisen, um viele verschiedene Menschen und Pokémon kennenzulernen und so schließlich über sich selbst hinauszuwachsen. In Alola gehen alle Kinder zusammen mit ihren Pokémon eine Reise, wenn sie 11 werden. Nicht schon mit 10 wie in anderen Regionen, sondern erst mit 11. Gut, dann nimm das hier. Dieses Inselmannschaftsabzeichen ist sozusagen ein Beweis für deine Teilnahme. Oh, super. Danke, Opi. Ich gehe auf Inselmannschaft, um Inselmannschaftsscheib zu werden. Für dich habe ich auch eins, Sorinfee. Ich lege dir schwer ans Herz, auch die Inselmannschaft anzutreten. Ja, damals verstaut an unserer Tasche, an unserem Beutel. Ja, Beute soll es ja heißen, laut Spiel. Hanna hat recht, die Inselmannschaft ist die perfekte Gelegenheit, um Alola kennenzulernen. Na denn, lass uns Alola kennenlernen. Kaporiki ist wirklich ein unglaubliches Pokémon. Ich hoffe, ich habe irgendwann die Gelegenheit, mich persönlich bei ihm dafür zu bedanken, dass es wirklich gerettet hat. Ach ja. Ja, schon die. Ach ja, Frage. Ach ja, habe ich gesagt, weil ich spreche den Piu so gerne. Piu! Es ist immer so süß, den zu sprechen. Ich auch. Ich sag einfach, ich auch. Schließlich hat Kaporiki dich auch gerettet. Ich glaube, es ist relativ egal, was ich immer antworte. Es sei ihm nur irgendwie ein bisschen mehr Freiheit geben. Dann hast du sogar noch den Glitzerstein von ihm bekommen. Komm schon, Zeit ist nach Hause zu gehen. Es wird Abend. Zeit fürs Landmännchen. Ach, Wölkchen. Hallo, da ist wirklich ein wundersamer Ort. Kommandant, dieses Fest, bei dem Pokémon ihre besten Attacken zur Schau stellen. Laut meinen Messungen geht von ihnen eine starke Aura aus. Wie erwartet. Unsere Voruntersuchungen weisen bereits darauf hin, dass der Z-Kraftring von Kaporiki von einem starken Licht umhüllt sind. Alola ist erfüllt von dem Licht, das seine Lumineszenz freigesetzt hat. Ein gewisser Neid lässt sich nicht leugnen. Vielleicht besteht die Möglichkeit, die Kraft, die Alola erfüllt, auch für uns zu nutzen. Dies herauszufinden, ist unsere Aufgabe. Gehen wir. Alola ist groß und wir haben noch viel zu tun. Ich werde so langsam passende Stimmen für die finden. Ich weiß ja noch nicht wirklich, wer die sind. Spricht die momentan so. Ich bin wieder nah, Mauzi. Na, hast du brav das Haus gehütet? Mauz! Oh, du bist ja auch schon zurück, Zwergfee. Dein Pokémon-Kampf war einfach atemberaubend. Wie, was? Ach, stimmt ja, die war ja mit dabei. Habe ich ja gesehen am Anfang. Bei dem harmonischen Teamwork zwischen dir und deinem Pokémon ist mir ganz warm ums Herz geworden. Die Inselwanderschaft ist typisch für Alola. So etwas gibt es nirgendwo sonst. Ich finde, du sollst das durchziehen. Aber eins nach dem anderen. Das Fest war so aufregend, dass ich mich doch glatt was verausgabt habe. Uff. Ich brauche jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Bleib nicht mehr so lange auf. Ja, gute Nacht. Am nächsten Tag. Wollte gerade sagen, wir machen die nachts durch. Aber scheinbar doch nicht. Scheinbar sind wir brav und gehen ins Bettchen.
Ach, was für ein traumhaft schöne Brise. Ich bin schon gespannt, was uns heute alles erwartet. Da klingelt es an der Tür. Oh, die Türklingel. Wir haben Besuch. Wenn das Professor Kukui ist, lässt er sich bestimmt wieder selbst ins Haus. Dann brauche ich ja die Tür nicht aufmachen. Ja, dann lässt er sich ja rein selbst hinein. Mautz! Der Kukui, der wird bestimmt selbst reinkommen. Kommen Sie rein. Kommen Sie raus. Wir sind auf der Veranda hier. Kommen Sie. Kommen Sie. Worauf warten Sie denn noch? Na, muss ich ihm erst entgegenkommen oder was? Na, klar ist das, Professor Kukui. Er sollte es auch sonst sein. Oh, es ist Lilly. Ha, hallo. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich bin im Namen des Professors hier. Also doch irgendwie der Professor, aber halt irgendwie eine Stellvertretung. Mein Auftrag lautet, und ich zitiere. Lilly, bringst du mal eben unser Wunderkind rüber, aber bitte heute noch, wenn es geht. Zack, zack, schnell. Zitat Ende. Ich soll dir den Weg zum Labor zeigen. Wenn du bereit bist, dann folge mir bitte. Zwergenfee. Hier hast du etwas Taschengeld, aber gib das nicht alles auf einmal aus. Ja, Taschengeld für die Zwergenfee. Oh, wer ist denn deine charmante Freundin hier, Zwergenfee? Alola ist einfach herrlich. Hier trifft man lauter nette Leute. Charmant? Meinen Sie damit mich? Wie dem auch sei, mein Name ist Lilly. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ach ja, Lilly. Sie ist schon sehr charmant, ja. Das kann man durchaus so ausdrücken. Und Mautzi steht da die ganze Zeit im Hintergrund. Starrt in unsere Richtung, schaut ordentlich zu. Dein großer Moment ist endlich gekommen. Ich freue mich so sehr für dich. Viel Spaß auf deiner Reise mit Bautz. Passt auf euch auf. Bis bald. Mautz! Ja, Mautz. Mautzi will sich auch verabschieden. Ach ja, Mautzi. Deine Mutter ist wirklich sehr nett. Wir sollten uns jetzt aber langsam auf den Weg machen. Bitte folge mir. Klar, dir folge ich doch gerne. Ich weiß sogar, wo du hin willst. Ich habe da schon so einen Plan. Ich weiß da schon, was du mit uns machen willst. Ach so, jetzt habe ich den Text überblättert. Niest. Er meinte unbedingt von wilden Pokémon. Seine Forschungsarbeit zum Thema Attacken. Schnelle Fortschritte. Ja. Ungefähr so. Dass ich selbst kein Trainer bin, trage ich immer in Vortrag einen Schutz eines mit mir. Vorrat. Ich kann auch nicht mehr lesen, ja. Alter Schwede. Damit halte ich auf dem Weg zum Labor wilde Pokémon fern. Wölkchen. Also das ist nur sein Spitzname. Eigentlich heißt es Cosmog. Cosmog ist ein sehr seltenes Pokémon und kommt von weit, weit her. Mein kleiner Freund hier hat mir einmal aus seiner äußerst misslichen Lage geholfen. Er verfügt über rätselhafte Kräfte. Deshalb ist auch eine Gruppe von Leuten hier hinter ihm her. Und aus diesem Grund erzähle ich nur vertrauenswürdigen Leuten wie dem Professor und Inselkönig Haller von Cosmog und dir. Bitte verrate niemandem etwas von meinem kleinen Freund oder von den Ereignissen an der Hängebrücke. Na klar, ich kann Geheimnisse für mich behalten. Das behalte ich für mich. Das ist bei mir sicher aufgehoben, dein Geheimnis. Da fällt mir ein Zwergfee. Lass mich dir etwas zeigen. Was hast du da? Wenn du die Stufen hier hinunterspringst, kommst du direkt zum Labor des Professors, ohne durchs hohe Gras laufen zu müssen. Auf dem Rückweg musst du leider durchs ganze hohe Gras laufen und den beschwerlichen Weg auf dich nehmen. Ja, so ist es einfach. Ganz einfach, so. Hopp, dann bist du schon dort. Wenn du die Abkürzung abseits vom hohen Gras suchst, dann spring einfach hinunter.
Ich gehe dann schon mal vor zum Labor. Kommst du bitte nach? Joa. Ja, und zurück muss den beschwerlichen Weg durchs hohe Gras nehmen. Ja, aber zurück wird erstmal nicht unser Thema sein heute. Das kommt dann später. Joa, sind wir am sonnigen Strand. Nein, wir gehen noch nicht gleich hin. Wir ruhen uns erstmal am Strand aus, gehen ein bisschen im Wasser planschen hier und baden ein bisschen. So, wieso die Hetze, wieso die Eile? Wir können uns doch erstmal am Strand entspannen. In dieser wunderschönen Sonne hier. Es war so lange Nacht hier. Dann können wir uns auch mal entspannen hier. Die Beine ein bisschen ins Wasser tauchen. Und ein bisschen chillen. Chill mal, Alter, chill deine Basics. Ja, wir entspannen mal ein bisschen. Und dann geht's gleich weiter. Ja, so ehrlich ist das nicht. Wir sind hier auf Alola, ist alles entspannt hier. Komm, komm mal runter, ist alles hier. Ist eine tropische Insel, da muss man das auch mal genießen können. Genau, muss man einfach mal runterkommen und entspannen. Ein bisschen entspannen. Ja, schön sieht's hier aus. Nicht wahr? Hier fliegen die Windgüls über den Himmel. Das Meer rauscht. So eine Hütte will ich auch gerne haben. Das würde ich wirklich gerne haben. Hier würde ich gerne loben. Hier gerne wohnen. Ja, loben würde ich das auch, wenn ich hier wohnen würde. Pokémon Labor. Ja, ist zwar ein bisschen brüchig und ja, ein paar Lecks sind im Dach und das ja, ist ein bisschen ramponiert, aber komm, dafür hat man einen wunderschönen Schrank. Ja, Schrank hat er bestimmt auch. Diese Worte, wie ich mich immer verspreche, gibt es gar nicht. Ein wunderschönen Strand vor der Haustür, wunderschönes Meer. Besser kann die Lage des Hauses gar nicht sein. Na gut, Lilly wartet schon auf uns. Oh, was geht da vor sich im Labor? Sehr gut, Wuffels. Beim nächsten Mal bitte noch fester. Hörst du? Fester, fester, fester. Keine Angst, ich bin härter Attacken gewohnt. Oh nein, nicht schon wieder. Das ist auf jeden Fall das Pokémon Labor. Es hat Karte, findest du nicht auch? Der Professor gewährt mir hier bereits seit 3 Monaten Unterschlupf. Im Gegenzug helfe ich ihm Assistent aus. Doch ich habe noch viel zu lernen. Wäre ich doch nur ein Trainer, dann wäre ich dem Professor sicher eine größere Hilfe. Denke ich zumindest. Das war der Professor. Was das? Wuff, wuff, war der Professor. Mach ich auch immer so in meiner Freizeit. Gebe ich auch manchmal solche Laute von mir. Es bleibt in seinem Labor. Er betreibt in seinem Labor Praxisforschung zu Attacken. Oh nein, dann bröckelt bestimmt wieder der Putz von der Decke. Dabei kommt mein schönes weißes Kleid doch gerade erst aus der Wäsche. Hinterher ist es bestimmt wieder schmutzig und voller Löcher. Ich bin so schlecht im Kleiderflicken, dass ich mir letztendlich mein neues kaufen muss. Aber es nützt dir alles nichts. Treten wir erstmal ein. Naja, hat sich ja den besten Ziehfort ausgesucht bei Professor Gokui. Der lacht ordentlich. Der findet irgendwas hier lustig. Da findet irgendwas lustig. Was findet der hier lustig? Hey, wenn das mal nicht Zwergfee ist. Danke, dass du sie mitgebracht hast, Lilly. Aber nicht doch, Herr Professor. Ja. Das ist natürlich Lilly. Aber nicht doch, Herr Professor. Ich bin über Nacht so ein bisschen männlicher geworden. Ich habe so ein bisschen... Ja, bin jetzt sehr männlich geworden, sehr maskulin. Nee, Spaß beiseite. Aber nicht doch, Herr Professor. Ich bin immerhin Ihre Assistentin. Außerdem stehe ich für Ihre Gastfreundschaft und Hilfe tief in Ihrer Schuld. Während ich auf euch gewartet hatte,
hat mein Forschungsarbeit dank der erstklassigen Attacken von Wuffels richtige Fortschritte gemacht. Aber kommen wir zur Sache. Zwergfee, gib mir doch mal kurz deinen Pokédex. Aber gerne. Dem Professor gebe ich doch gerne meinen Pokédex. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Passt die Größe einigermaßen? Gefällt dir dein neues Zuhause? Sorry, dass du lange darauf warten musstest. Entschuldigen Sie, Professor, aber mit wem? Du glaubst bestimmt, ich führe hier gerade Selbstgespräche, was? Richtig, du seid neuestem Selbstgespräche. Ich bin hier ein bisschen, ja, alleine, wenn du rausgehst, deshalb, ja, es ist ein bisschen... Ich habe mit dem Roton gesprochen, das sich in diesem Pokédex befindet. Echt jetzt? Nein, Spaß. Ich führe doch nur Selbstgespräche. Rotoms Körper besteht aus Plasma. Weißt du das? Es ermöglicht es, ihm ins Innere von elektrischen Geräten zu kriechen. So kann Rotom seine Kraft voll entfalten. Froh dir siehst du die Zukunft des Pokédex. Sein Gehäuse wurde speziell dafür entwickelt, dass Rotom darin hausen kann. Er ist erst komplett, wenn sich ein Rotom darin befindet. Dieser Pokédex stellt gleichzeitig auch eine neue Form der Kommunikation zwischen Mensch und Pokémon dar. Er ist so neu, dass bisher nur wenige Leute einen haben. Jetzt muss ich ihn nur noch mit dem neuen Teil, das heute fertig geliefert wurde, etwas aufmotzen. War das etwa Kukui schon wieder? Ach Mann, ich und die Texte hier. Oh, tut mir leid, Rotom. Habe ich dich etwa erschreckt? Rotom, ich habe deinen geliebten Pokédex um neue Funktionen erweitert. Das war jetzt eindeutig Kukui und ich habe schon wieder... Ach Mensch. Ich und die verschiedene Stimmenverteilung. Ja, das muss ich noch ein bisschen lernen. Ist ja nicht so, als könnte ich den Text schon aus Pokémon Sonne. Und müsste das eigentlich drin haben. Rotom, ich habe dein geliebtes Pokédex um eine neue Funktion erweitert. Ich will, dass du Zwergfee damit tatkräftig unterstützt. Oder es mit einem Attackennamen ausdrücken. Ich will, dass du ihre rechte Hand wirkst. Rein so, als würde er es gerne tun. Sieht zumindest nicht nach... gezwungen aus. Freut mich, ich würde dir ja gerne die Hand schütteln, aber ich hab keine Hand. So ungefähr. Siehst du, Zwergfee, jetzt kannst du sogar mit Rotom sprechen. An der Navigationsfunktion muss es erst gewöhnen, aber du bist ihm anscheinend schon jetzt sympathisch. Aber warum ein Rotom? Naja, Zwergfee ist schließlich gerade erst nach Umlauder gezogen. Das in dem Rotom-Pokédex integrierte Navigationssystem wird ihm dabei helfen, sich nicht zu verlaufen. Vielen Dank. Ich habe einen Orientierungssinn einer Bratwurst. Das wird mir sicherlich helfen. Rotom zeigt dir immer dein nächstes Ziel auf dem Abenteuer auf der Karte an. Prüfst du auf dem Pokédex... Die Karte erscheint darauf außerdem eine detaillierte Karte der Umgebung. Darum jemand, Tali, der auch hier. Hallo da,